Ja. Vielleicht kriegen wir Einigkeit in unsere Runde mit unseren weltweit, jede Woche neu mit Hoffen und Bangen erwarteten Standardsituationen. Wer war für Sie diese Woche der schlechteste Mensch der Welt? Na? Soll ich anfangen? Nee, Ladies first, würde ich sagen. Ja, wenn sie einen hat. Erst den schlechtesten oder erst den besten? Erst den schlechtesten. Immer erst den schlechtesten. Gut. Immer erst auf die Fresse. Wieder mal Julian Assange, WikiLeaks. Die Dreistigkeit, mit der sich dieser Mann jetzt, der immer gesagt hat, Quellenschutz, Quellenschutz und wir schützen unsere Informanten, sich hinstellt und sagt, naja, aber die Informanten kannten das Risiko und sie hatten doch ein Jahr Zeit, sich darauf einzustellen, nachdem die alles ungeschützt rausgepustet haben, finde ich so ungeheuerlich, dass man wirklich von diesem Hund keinen Knochen mehr nehmen möchte. Das Schlechteste? Ja. Ich muss diese Woche leider eine Frau nominieren, die ich sonst eigentlich okay finde. Sarah Connor hat ihre Tochter, ihre Neugeborene, Delfine Maru oder Malu oder irgendwie sowas unfassbar, genannt. Oder? Unfassbar. Wie kann man das ein Kind antun? Sorry, Sarah, aber geht nicht. Wenn man ein Kind schon Delfin nennt, dann aber auch gleich Flipper, oder? Ja, yeah, Flipper. Ja, keine Schlechtes mehr, kommen wir zu den Besten. Geben Sie uns Hoffnung, Zuversicht, gute Laune. Hier nicht so an der Facebook-Gemeinde vorbeigehen, die uns immer verfolgt. Ich finde schon, dass Oliver Lipinski mit seinem Vorwurf, der Batman sei eigentlich Philipp Lahm, er sagt dann, das sei ein profitgeiles Würstchen, das würde ich mir nicht zu eigen machen. Aber dass er in einer Zeit, in der seine Aufstellung in der Nationalmannschaft nicht mehr abhängig ist von Bundestrainern, die abgetreten sind, diese Bundestrainer dann so richtig in die Kniekehlen tritt, ist zumindest stillos. Ich finde schon, das ist der schlechteste Mensch dieser Woche. Philipp Lahm. Philipp Lahm. Gut. Verzichte dann auf den Besten.